Als optimistischer Mensch möchte ich auch weiterhin auf diesem Kanal über die Gewinner von morgen mit euch sprechen. Genauso wichtig ist es aber, die Verlierer zu benennen, also die Aktien, die vor hohen Kursverlusten stehen, denn die belasten die Rendite. Und da hilft es euch einfach nicht, wenn ich um den heißen Brei herumrede. Und das werde ich auch nicht machen. Wir werden ganz konkret Aktien uns anschauen, die aus meiner Sicht in 5 Jahren an der Börse keine Rolle mehr spielen, vermutlich also wertlos ausgebucht werden. Also, wichtiges Thema, schaut es euch bitte an. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. 3 wichtige, schnelle Kommentare vorweg. Erstens, wenn ihr unten in der Kommentarfunktion in irgendeiner Art und Weise belästigt werdet, aufgefordert werdet, eine Telefonnummer anzurufen, irgendeinen Link zu klicken oder, dann ist das nicht von mir. Achtet da bitte drauf. Das ist in den letzten Videos mehr und mehr geworden, nicht nur bei mir auf dem Kanal, auf vielen anderen Kanälen auch. Teilweise sogar unter dem Synonym Tradermacher oder Eriksen. Ich kann das nicht verhindern. Ich kann das melden. Unten in der Kommentarfunktion werde ich nie auf die Idee kommen, euch irgendetwas zu verkaufen. Auch kein geheimes Kryptosystem. Ruft auch niemanden an. Macht das nicht. Ja, ihr könnt euch dann nur selber schützen. Ja, wir gehen durch, wir schauen, wir löschen, aber das sind teilweise auch Bots, die dahinter stehen. Dem wird man nur ganz schwer Herr. 2. wichtiger Punkt. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sich berufen fühlt, den Inhalt eines solchen Videos dann immer zusammenzufassen und zwar in allerkürzesten Stichworten. Macht gerne eine Inhaltsangabe. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr das machen möchtet. Aber wer bei so einem Video wie diesem hier einfach nur schreibt, erstens, zweitens, drittens, die 3 Aktien, der handelt fahrlässig. Und da verstehe ich relativ wenig Spaß. Ihr könnt es unter Tausenden, nein, 650 Videos, naja, mit Tradermacher zusammen sind es vielleicht über 1000. Ihr könnt es sehen. Ich lasse alle Kommentare stehen. Ich habe gar keine Lust, irgendwas zu löschen. Und wer in der Küche steht, der muss auch mal ein bisschen Hitze abkönnen. Aber wenn es zu eurem Schaden ist, dann bin ich gnadenlos. Ja? Dann lösche ich, dann sperre ich, was das Zeug. Das sind 10, 15, über die wir hier sprechen im Jahr. Aber das ist nicht lustig, wenn man nur Namen reinschreibt und dann denkt jemand, naja, dann kann ich da auf fallende Kurse spekulieren. Das passiert hier nicht. Und der 3. Hinweis, der betrifft dann schon die Aktien, über die ich jetzt sprechen möchte. Denn 2 sind aus meiner Sicht in absolut angespannten Branchen tätig. Das heißt also, hier stehen die Aktien sinnbildlich für eine ganze Reihe von Aktien, für die es schwierig werden könnte in den nächsten Jahren, eine Reihe von Unternehmen. Ob es dann tatsächlich 3, 5 oder 7 Jahre sind, ich bin kein Orakel. Die 3. Branche ist ganz anders. Derzeit an der Börse absolute Highflyer rund um diese Plattformaktien, Airbnb und Co. Und insofern wird es überraschen, wenn ich als 3. Aktie dann spreche von Delivery Hero. Ja, absoluter Highflyer auch an der Börse, sind mittlerweile im DAX. Aber auch hier gibt es aus meiner Sicht große Probleme, die man nicht übersehen darf. Kommen wir jetzt gleich zu. Was ich bewusst nicht gemacht habe, ist, dass ich mir jetzt 3 Aktien raussuche, die sowieso schon totgeweiht sind. Also bei denen praktisch schon feststeht, dass sie in einem Jahr oder in 18 Monaten oder in 6 Monaten nicht mehr an der Börse sind. Das wäre ja langweilig. So habe ich es jetzt nicht gemacht. Also eine GameStop-Aktie zum Beispiel, wenn wir uns jetzt nur fundamental das Ganze anschauen, dann spricht jetzt nicht so viel dafür, dass die in 1, 2 Jahren noch da ist. Vielleicht auch doch, who knows, wenn sie sich jetzt nochmal Geld befassen oder beschaffen. Aber das ist hier ein ganz anderes Thema. Also diese ganzen Aktien, die jetzt durch den Short Squeeze einmal hochgejubelt wurden und dann abgestürzt sind, die lasse ich hier bewusst raus. Ich weiß aber, dass das für euch ein Thema ist, welches euch sehr interessiert. Und ich habe für euch ein exklusives E-Book. Danach wisst ihr alles, was ihr zum Thema Short Selling, zum Thema Leerverkauf wissen müsst. Denn sei es in privaten Diskussionen, da ist es mir auch schon aufgefallen, aber auch hier auf YouTube oder auf Instagram, auf anderen Plattformen, was da an Halbwissen rund um dieses Thema herumgeistert, ist schon verrückt. Und ich sage es euch, es ist relativ simpel. Die Vorgaben sind simpel, die Umsetzung ist simpel, das ganze Geschäft hat nichts mit Atomphysik zu tun. Und ihr dürft das im Übrigen auch. Ihr könnt als private Short zählen, wenn ihr das möchtet, also leer verkaufen. Wer sich jetzt hier unten für den Report einträgt, ja, www.lars-erichsen.de, wenn ihr unter dem Video aufklappt,
dann seht ihr gleich Tipp 1, hol dir meinen Report. Und wer sich dort einträgt, der bekommt am Mittwoch das direkt zugeschickt. Da ist also kein weiterer Link dahinter oder sonst irgendwas. Wer sich jetzt einträgt, bekommt am Mittwochmorgen dieses E-Book zum Thema Short Selling, zum Thema Leerverkauf direkt zugesendet. Wer sowieso schon eingetragen ist, der bekommt es natürlich auch. Und das Ganze ist entstanden, und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, durch Armin Brack. Der hat das Ganze zusammengefasst, der hat es vor allen Dingen auch nochmal stark komprimiert, sodass man das auf 2-3 Seiten sehr schön verständlich lesen kann. Der Kanal von Armin Brack ist einer der besten, den ihr im deutschsprachigen Raum euch überhaupt anschauen könnt. Der Aktienkanal, ich verlinke euch das hier einmal. Schaut euch, das ist ja mein Tipp bei allen Sachen, die man vielleicht noch nicht kennt, schaut euch 2-3 Videos an. Ich bin mir ziemlich sicher, dann werdet ihr schon überzeugt sein. Wenn nicht, dann trifft natürlich auch Armin das harte Schwert des Urteils. Also schaut es euch einfach mal an. Es ist wirklich ein guter Kanal. Ich bin dort regelmäßig Besucher und insbesondere tausche ich mich sehr gerne regelmäßig mit Armin aus. Jetzt kommen wir aber zu den drei Aktien. Und die allererste Aktie ist wahrscheinlich diejenige, bei der es das wenigste Stirnrunzeln gibt. Commerzbank. Ich hätte auch die Deutsche Bank nennen können, aber die Commerzbank ist deutlich kleiner. Der Chart spricht Bände. Der Chart sagt natürlich nicht alles aus über ein Unternehmen. Aber wenn wir uns anschauen, was hier in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, dann ist das nicht nur ein Commerzbank-Phänomen. Ja, die deutschen Banken sind und in einer eh schon schwachen Branche besonders schwach. Aber insgesamt sprechen wir über, ich glaube in Deutschland, ich habe es gerade mal nochmal nach, 1600 Banken, man kriegt ja immer nur die Daten, die da etwas älter sind. Ich bin mir sicher, ob in 5 oder in 10 Jahren, das hängt natürlich auch damit zusammen, sollten wir nochmal eine inflationäre Phase bekommen, einhergehend möglicherweise sogar mit höheren Zinsen, dann dürfte das nochmal so eine kleine Infusion für die Bankenbranche geben, denn höhere Zinsen bedeuten, dass dieses Zinsmargengeschäft, habt ihr sicherlich schon mal von gehört, dass das dann ein klein wenig wiederbelebt wird. So viel aber auch nicht, weil die Spanne natürlich extrem gering ist. Das heißt, ich glaube, von diesen 1600 Banken wird es in 10 Jahren, lasst es mich mal so sagen, bei der Commerzbank bleibe ich bei 5 Jahren, die Zahl 1600 wird sich mehr als halbieren in den nächsten 10 Jahren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Institute selber zu benennen, die es dann schaffen oder nicht schaffen, also die Genossenschaftsbanken, die Sparkassen, Raiffeisenbanken, Vereinsbanken und so weiter, für die wird es mal Volksbanken, ja, nicht die Vereinsbanken, das ist nochmal eine andere, die werden es vermutlich, weil sie oft im kommunalen Bereich, im regionalen Bereich ganz gut aufgestellt sind, vermutlich etwas einfacher. Für viele andere wird es aber deutlich schwerer. Und wenn wir über die Banken sprechen, dann können wir grundsätzlich mal über die Ergebnisse sprechen. Seit ich an der Börse, seit wann schicke ich einen Report raus? 10-jähriges Jubiläum hatte ich das schon. Ich war mindestens 5 oder 6 Restrukturierungen gab es bei der Commerzbank. Neue Strategien, die da ausgegeben wurden, jetzt gerade wieder. In der Regel passiert dann immer, was bei so einer neuen Strategie verkündet wird. Erstmal fliegen wieder 5.000 bis 10.000 Leute raus. Wenn das eine neue Strategie ist, dann kann das wirklich jeder. Und im Nachhinein habe ich mit meiner Skepsis auch recht behalten, denn ein CEO nach dem anderen darf es probieren. Es ist halt schwierig. Du kannst ein totes Pferd nicht wiederbeleben. Oh, eklige Vorstellung. Also anyway, das ganze Wachstum ist momentan schlicht und einfach nicht vorhanden. Das heißt also, eine Ergebnisverbesserung tritt praktisch nur noch ein, wenn ich die Kosten senke. Das ist aber eine endliche Taktik. Ja? Kosten lassen sich nicht immer weiter senken. Ansonsten bist du eine reine Online-Bank. Auch dort lassen sich die Kosten natürlich nicht beliebig senken. Dieser Übergang, der ist einfach viel zu langsam gekommen. Wenn wir sehen heute im Bereich der Geldanlage, und ich spreche hier über die Geldanlage für die Masse, ja, nicht die High Potentials, da kannst du dann vielleicht noch ein paar Prozent abgreifen, wenn du wirklich jemanden individuell berätst, der über 1 Million oder ein paar 100 Millionen verfügt. In der individuellen Geldanlage, Vermögensberatung ist da durchaus noch was drin. Aber wenn du Vermögen 6-stelliger, 5-stelliger oder 4-stelliger Art nimmst, das ist nichts, das ist alles standardisiert. Dafür braucht heute keiner mehr zu einer Bankberatung zu laufen und sich dann irgendwelche hauseigenen Fonds, das sage ich mal so drastisch und meine ist auch genauso, andrehen zu lassen. Das kann heute praktisch jede App, die dazu noch kostenlos ist oder für 1,99 sucht sie sich die besten ETFs raus.
Ja, das ist doch keine qualitative Geldanlage, sondern eine quantitative, und das kann jedes Programm besser. Dann haben wir den ganz großen Bereich Blockchain. Hat mal nichts mit Bitcoin zu tun. Ja, Bitcoin basiert darauf, aber Blockchain wird auch funktionieren, selbst wenn es Bitcoin in 10 Jahren nicht mehr geben sollte. Was ich bezweifle, aber who knows, die Technologie wird bleiben und die ist massiv disruptiv für die gesamte Bankenbranche. Wir sprechen hier über die Kreditvergabe, wir sprechen über den Zahlungsverkehr, wir sprechen im Übrigen auch über das Maklergeschäft. Das sorgt mal wahrscheinlich für 30 bis 40 extra Daumen runter und das akzeptiere ich und ich wünsche auch niemandem, dass es persönlich für ihn schlechter läuft. Ich glaube aber auch, dass das Maklergeschäft in 10 Jahren nicht mehr so laufen wird wie heute. Ja, nichts gegen gute Immobilienmakler oder Versicherungsmakler, aber diese Marge, die, ich glaube, jetzt tragen Käufer und Verkäufer jeweils zur Hälfte, einige Makler haben da daraufhin auf beiden Seiten einfach ein bisschen aufgestockt, irgendwas zwischen 4% bei den richtig günstigen und 7% bei den richtigen teuren, ob das nun Käufer oder Verkäufer tragen, dafür, dass da eine Immobilie eingestellt wird, ein paar Fotos gemacht und dann stellt man sie bei ImmoScout raus. Glaubt es mir. Das wird keine 10 Jahre mehr funktionieren. Das glaube ich schlicht und einfach nicht, weil das genau der Bereich ist, der auch immer sicherer wird. Allein schon im Bereich der Kreditvergabe. Ich habe gerade mit einem Branchenexperten, ich will nicht sagen Insider, gesprochen, der gesagt hat, das ist ein standardisierter Prozess. Ja, wenn es um eine Übernahme geht im Large-Cap-Bereich, dann wird das natürlich individuell geprüft, dann sind da eine ganze Menge Menschen dahinter. Aber wenn wir über einen normalen Immobilienkredit sprechen, dann ist das eigentlich nur noch ein Abfragen der Risiken. Dann drückst du auf den Knopf und das Programm sagt, ja geht oder geht mit schlechterem Zins oder abgelehnt. Dafür brauchst du kein großes Filialnetz mehr. Und das betrifft selbstverständlich auch den Zahlungsverkehr. Das ist vielleicht die größte Stärke eines Tages von Blockchain, der sichere Zahlungsverkehr. Dafür braucht man einfach keine Banken mehr. Es wird Banken immer noch geben, aber die Commerzbank wird meines Erachtens da keine Rolle mehr spielen. Nächster Chart, und ich bin ein bisschen darauf vorbereitet, dass es heute nicht nur Daumen nach oben gibt. Also denen es gefällt, ihr müsst bitte dagegen halten, weil ich natürlich dem einen oder anderen Investierten oder in dem Fall gleich dem ganzen Berufszweig auf die Füße trete. Und das ist bei Reisebüros auch nicht anders. Ich möchte mal zu meiner eigenen Ehrenrettung, wobei ich die eigentlich gar nicht retten muss, weil es mir ja schließlich nicht darum geht, dass ich mir wünsche, dass etwas passiert, sondern dass ich glaube, dass etwas passiert. Wenn wir über TUI sprechen, dann sprechen wir ja ganz wesentlich darüber, dass es TUI nur noch aufgrund der Staatshilfen gibt. Punkt. Ansonsten wäre TUI pleite. Und ich habe auch gesagt, ich habe es im Report geschrieben, ich finde das richtig. Ich finde richtig, dass man in diesem Moment TUI, und ich glaube in Deutschland inklusive Reisebüros hängen da fast 15.000 Arbeitsplätze dran, dass man die jetzt rettet. Weil das ein Schock von außen ist. Wie sollte sich eine Firma darauf vorbereiten? Man könnte ja durchaus diskutieren, ist es richtig, solche Staatshilfen zu vergeben, wenn man glaubt, dass das Unternehmen selber gar nicht mehr so lange existiert, aber an dem Punkt ist TUI noch nicht. Insofern, ich finde es auch, ich gehe nicht mit so einem Handstreich darüber hinweg, dass ich sage, gibt es eben 15.000 Arbeitsplätze weniger. Ja? Nur, man muss ja mit offenen Augen durch die Welt gehen und wir sprechen hier insbesondere über die Geldanlage. Und TUI ist für mich kein langfristiger Turnaround-Kandidat. Den Chart habt ihr gesehen, der spricht auch Bände und der spricht vor allen Dingen auch dafür, dass TUI ja nicht erst durch die Corona-Krise massiv unter Druck geraten ist. Das gilt im Übrigen genauso wie bei der Commerzbank, die stellvertretend für eine ganze Branche steht. Das gilt insgesamt für die Reisebranche. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso wird mit Reisen kein Geld mehr verdient? Doch, mit Reisen wird sogar eine ganze Menge Geld verdient. Ihr habt den TUI-Chart noch im Kopf. Schaut euch den Chart von Booking an. Das Geld wird eben woanders verdient, nämlich auf großen, günstigen Plattformen mit deutlich geringeren Fixkosten. Und damit sind wir dann auch schon bei den Punkten, die einfach gegen TUI sprechen und damit auch aus meiner Sicht gegen ein langfristiges Investment. Wir haben hier einfach nicht die Gewinnmargen. Ich nehme die Daten vom Verband, vom Reiseverband selber. Geld verdient wird bei diesen Reisebüros mit der Provision, ganz klar. Die liegt zwischen 7% und 12%. Die Gewinnmarge der Reisebüros liegt bei rund 1%. Und das reicht einfach nicht. Auf Konzernebene, also bei TUI, lag die Gewinnmarge vor Corona bei rund 5%. Momentan ist sie natürlich massiv negativ, aber das
kann ein vorübergehender Effekt sein und das wird sich auch im Zuge der Öffnung wieder ändern, natürlich. Aber die Marge ist allgemein nicht so hoch. Und wenn ich mir dann anschaue, wie sich das Geschäft in den letzten Monaten verändert hat, das habe ich nicht nur bei meinem eigenen Reiseverhalten festgestellt, je besser die Beratung online werden kann, ja, je individueller diese Pakete zusammengestellt werden, und das ist teilweise insbesondere in einigen Sportarten, also ob wir übers Rudern in Kanada sprechen oder Golfspielen in Italien oder Wanderreisen dort, es gibt ja überall diese Nischenanbieter und die sind natürlich auch Konkurrenz zu TUI. Und das ist insofern ein Prozess, der sich aus meiner Sicht nicht mehr aufhalten lässt. Und bei TUI muss ich dazu sagen, nochmal, ich wünsche es mir nicht, das kann sogar noch deutlich schneller gehen. Wir werden nämlich in den nächsten Monaten vermutlich mit der Öffnung der Reisefreiheit sehen, dass sich das Geschäft erholt. Wir sehen aber auch, dass natürlich das Geschäft sich dann auch ganz wesentlich weiterhin auf diese Plattform beschränken wird, zumindest in einigen Teilbereichen. Ja, TUI war ja auch mit solchen Dingen wie Kreuzfahrten relativ stark. Das ist im Prinzip der einzige Sektor, wo ich so meine Zweifel habe, ob der jemals wieder wie vorher funktionieren wird, weil er gleich von zwei Seiten Wind bekommt, Gegenwind bekommt, bei einer Kreuzfahrt. Wie schön das Bild. Also auf der einen Seite durch günstigere Anbieter, auf der anderen Seite aber auch durch die immer stärker werdende Umweltlobby. Und das habe ich hier persönlich mitbekommen. Sowohl die Flensburger Förde, jetzt kann man sagen, es ist natürlich auch nicht Rio, richtig. Die Flensburger Förde, die Kieler Bucht, die in Eckernförde, gibt es auch eine Förde. Die haben alle gesagt, lass das mal. Wir hatten mal Kreuzfahrtschiffe hier. Die Leute finden es ja durchaus interessant. Einmal von Norden nach Süden und dann rein in die Ostsee von oben, die dänische Küste. Die sagen alle, nein, wir möchten hier keine Kreuzfahrtschiffe. Bleibt damit draußen. Ein Kreuzfahrtschiff für eine Woche braucht für uns so viele Abgase wie Innenstadtverkehr von einem Jahr in so einer Größenordnung. Ja, bei einer 100.000er Stadt ist es halt nicht mehr. Bleibt draußen. Und das wird mehr und mehr werden. Und insofern sehe ich für TUI relativ schwarz und es könnte sogar noch schwärzer werden, wenn wir in dem nächsten Winter nochmal in einen Lockdown müssten. Ich hoffe es selber nicht, ja, also blasser als so geht nicht mehr und natürlich wünsche ich mir auch, dass ich raus kann, aber sollte es so kommen, aus welchen Gründen auch immer, ist wie die Büchse der Pandora. Vielleicht gefällt uns nächstes Jahr ein anderer Grippevirus nicht. Also sagen wir auch nochmal, naja, zumindest mal 3 Wochen können wir dicht machen. Ja, das wird ja nie wieder aufhören. Egal welche Grippeviren, wir werden sie immer unten in der Zeitung stehen. Halte ich zwar nicht für sinnvoll, das zu machen, wird aber vermutlich passieren. Und dann machen wir nochmal dicht. Und dann ist aus meiner Sicht auch Schicht im Schacht. Denn wenn du ein strukturelles Problem siehst, dann sagst du natürlich, dann kannst du nicht mehr mit Staatshilfen kommen. Also, TUI für mich keine Turnaround-Chance und der dritte Kandidat ist kein Kandidat. Ich habe mir aber die Freiheit genommen, um hier darauf hinzuweisen. Als drittes habe ich Delivery Hero, auch hier der Chart, sieht bestens aus. Ich hätte auch genauso gut HelloFresh sagen können, ich hätte mir irgendeine andere Plattform raussuchen können. Und bei den Aktien glaube ich nicht, dass sie in 5 Jahren von der Bildfläche verschwunden sind. Entschuldigt also bitte hier, dass ich sie trotz des Titels nenne. Es geht mir darum, dass ich glaube, dass diese Aktien alle massiv unter Druck geraten werden. Denn alle diese Aktien, HelloFresh, Delivery Hero, es gibt ja auch noch ein paar im Ausland, Just Eat Takeaway, ist allerdings ein bisschen günstiger, wenn man ehrlicherweise ist, und so weiter und so fort. Die alle profitieren natürlich davon, dass die Börse derzeit Skaleneffekte liebt. Und wo kriegt man Skaleneffekte? Auf Plattformen. Also ganz grob gesagt, du baust eine Plattform, das kostet wahnsinnig viel Geld, du schaffst die Kunden ran, das kostet wahnsinnig viel Geld, kannst auch durch Fremdübernahmen machen und so weiter. Aber wenn du sie mal hast, die Plattform, dann sind deine zusätzlichen Kosten für jeden Kunden, den du hast, natürlich nur noch ganz, ganz gering. Das heißt, während am Anfang die Kosten hoch sind, irgendwann steigt dann der Gewinn und dann geht's ab. Das ist genau der gleiche Gedanke bei Airbnb. Ja, momentan ist es mit dem Geldverdienen noch schwierig, aber es geht dabei darum, dass sich die Plattform durchsetzt. Der Unterschied zu Airbnb ist, dass aus meiner Sicht Airbnb derzeit einen Stand hat, wo jetzt keiner von außen sagen würde, na, dann machen wir das auch. Natürlich gäbe es Unternehmen, die das Kapital dazu hätten,
Aber man macht ja nicht alles, was man machen kann, nur weil das Geld zur Verfügung steht. Also Airbnb ist als Marke so groß, dass ich sie zwar teuer finde und dass ich auch hier die Konkurrenz von Booking sehe, dass ich aber sage, Airbnb wird ziemlich sicher in 5 Jahren noch geben. Wenn ich mir Delivery Hero anschaue, dann sehe ich da praktisch keinen Burggraben. Denn es könnte von heute auf morgen, könnte wohlgemerkt, und vermutlich wird es nicht kommen und das hat einen guten Grund, könnte von heute auf morgen, könnte ja Google sagen, wir haben ja sowieso schon Google Maps und man kann sich auf Google auch die Restaurants anzeigen lassen. Und es gibt da schon einige Apps, die relativ nah dran sind, nur dass ich noch nicht bestelle. Das könnte Google natürlich von heute auf morgen machen und es würde sie in der Kasse kaum tangieren. Das Kapital dafür hätten sie. So, weder Delivery Hero noch HelloFresh haben den Burggraben um sich herum, um sich dagegen zu schützen. Warum machen das die Großen aber nicht? Weil wir hier über ein Plattformgeschäft sprechen, aber mit der verdammten letzten Meile. Die letzte Meile ist die, die richtig Geld kostet. Merkt übrigens auch Amazon. Das ist der Grund, warum Amazon seit Jahren daran arbeitet, seine Logistikkette immer weiter auszubauen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Amazon wäre wahrscheinlich schon lange ein großer Dividendenzahler. Könnten sie, wenn sie wollten, sowieso sein. Aber sie nehmen das Geld, weil sie hier expandieren. Sie wollen die Sachen am Ende selber zustellen. JD.com in den USA macht das beispielsweise. Warum ist das so problematisch? Weil es so unkalkulierbar ist und weil ich die Kosten dafür nicht senken kann. In der letzten Meile ist es immer teuer. Das heißt also, am Ende muss in dieser Kette hin von der Bestellung auf der Plattform bis zu dem Moment, wo jemand dann die Pizza oder die Nudeln übergibt, irgendjemand muss da hinfahren und die Pizza und die Nudeln übergeben. Ist völlig egal, ob das deine eigenen Fahrer sind oder die Fahrer derer, die in deinem Netzwerk sind. Irgendjemand macht das. Und das ist mit Abstand das Teuerste. Und den Teil kannst du nie günstiger machen. Das ist der Unterschied zu Airbnb. Das fällt bei Airbnb weg. Da gibt es keine letzte Meile. Bei Delivery Hero wird sie immer kommen. Und was ist mit dieser letzten Meile? Warum ist die denn so teuer? Weil du sie nicht selber in der Hand hast. Wir sprechen beispielsweise in Kalifornien, haben wir das gesehen. Da gab es einen richtigen Aufschrei durch die Branche, weil man gesagt hat, da fahren Leute durch die Gegend, die kriegen nicht mal den Mindestlohn. Der Mindestlohn wird also mindestens, saubere Rhetorik, gezahlt. Und wenn jetzt morgen eine Regierung sagt, der Mindestlohn muss 20% höher sein, dann schlägt sich das unmittelbar aufs Geschäft durch. Da kannst du nichts gegen machen. Und wenn es heißt 50% höher, wir haben uns auf einen Mindestlohn, ja, die Preise werden immer teurer, wir brauchen jetzt einen Mindestlohn von 20 Euro. Die 7 Euro oder 8 Euro, Gott, jetzt setze ich mich gerade in die Nesseln, was ist die, oder wie hoch ist denn der Mindestlohn? Scheiße. Ah, okay, ich glaube, wir sind uns nicht so ganz sicher. Die Differenz, die kommt nicht oben sofort auf die Pizza drauf. Die haut immer rein. Die letzte Meile ist das große Problem. Und wir haben derzeit rund um Corona ja eigentlich die perfekten Bedingungen gesehen. Jetzt könnte man sagen, die Gewinne sprudeln. Die Umsätze sprudeln bei Delivery Hero. Profit? Fehlanzeige. Kein Gewinn für das Jahr 2021 erwartet. Na ja, okay, es dauert halt ein bisschen. Und was ist 2022? Auch kein Gewinn erwartet. Und wenn du in diesen Zeiten noch nicht mal den Gewinn in Aussicht stellst, innerhalb der nächsten 2 Jahre, dann merkst du, wie teuer das Geschäft ist. Denn Delivery Hero muss um diesen Kunden, die einzige Chance, um sich dagegen zu wehren, dass es andere machen, die einzige Chance, ein bisschen Burggraben zu schaufeln, und der wird nur sehr flach sein, ist, möglichst schnell der Größte zu sein. Und was musst du machen? Übernahme, Übernahme, Übernahme. Das macht Delivery Hero. Alles in Ordnung. Ich will das, ist schließlich ein DAX-Unternehmen, das möchte ich hier gar nicht kritisieren. Ich glaube nur nicht, dass es ein Wert ist, mit dem man langfristig Geld verdient. Und das ist insbesondere ein Wert, der sofort massiv unter Druck geraten wird, wie viele dieser Plattformunternehmen, die derzeit auf Expansionskurs sind, wenn auch nur mal an der Börse für ein paar Monate die Erwartungshaltung aufkommen sollte, dass die Zinsen ansteigen. Momentan geht das alles, weil du das Geld so billig bekommst und weil du vor allen Dingen eigene Aktien ausgeben kannst. Das sind ja alle im Höhenflug und auch das hilft natürlich. Eine Kapitalerhöhung auf so hohem Niveau hilft, um Geld in die Kassen zu bekommen. Wenn sich das Bild dreht, dann wird sofort ein massiver Bewertungsabschlag vorgenommen. Dann sind die Aktien an der Börse noch die Hälfte wert.
Das heißt nicht, dass sie sofort, und das, damit möchte ich auch schließen, dass sie von der Plattform verschwinden. Aber es geht mir hier ja um die langfristige Anlage. Und auf Sicht von 5 Jahren wäre ich kein Käufer von Delivery Hero, auch nicht von HelloFresh. Airbnb wäre mir im Moment auch zu teuer, wenn ich die aber mal billiger bekommen könnte. Dann wohl schon eher. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und denkt dran, am Mittwoch das exklusive E-Book zum Thema Leerverkauf. Tragt euch hier unter dem Video dafür ein, dann ist es bei euch im Postfach. Morgens zwischen 7 und 8. Liebe Grüße sende ich euch. Schönen Montagabend und bye bye.